Besonders im ersten Abschnitt machten die Lila-Weißen der Neuhauself das Leben schwer und ließen die sonst so spielstarken Bielefelder nur selten zur Entfaltung kommen. In der 17. Minute zappelte der Ball dann aber doch das erste Mal im Osnabrücker Netz. Aber Christian Gebauer, der getroffen hatte, stand beim Zuspiel von Jakob Lausen ein gutes Stück im Abseits. Wenige Sekunden später fand ein weiteres Bielefelder Tor keine Anerkennung. Nach tollem Diagonalball von Brian Behrendt landete der Ball bei Kapitän Fabian Klos, der die Kugel sehenswert verarbeitete und zur vermeintlichen Führung einschoss. In der 40. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einer Unachtsamkeit in der Bielefelder Abwehr schaltete Etienne Amunido am schnellsten und ließ Stefan Ortega Moreno im Kasten des DSC aus kurzer Distanz keine Chance. Mit dem 0:1 ging es in die Halbzeit. In der Pause nutzte das Trainerteam um Uwe Neuhaus nicht nur zum Wechsel auf insgesamt 9 Positionen, sondern auch zum Anpassen des Systems. So variierte der DSC fortan zwischen einer Dreier- und einer Fünferkette, sowohl in dem Spiel mit als auch ohne Ball. Dies sollte fruchten, konnte Silvio Suku in der 60. Minute doch zum 1:1 ausgleichen. Arminias Nummer 17 war nach Ballgewinn von Bastian Müller schön in Szene gesetzt worden und nutzte das Ausrutschen eines Osnabrücker Verteidigers eiskalt zum Ausgleich. In der Schlussphase drückten beide Mannschaften dann nochmal auf den Siegtreffer. Waren gespielt, da konnte Arminia die nächste gute Gelegenheit verzeichnen. Nachdem sich die Bielefelder Mannschaft ansehnlich von hinten heraus kombinieren konnte, kam Marcel Hartl vor dem Osnabrücker Strafraum zum Abschluss, setzte das Leder jedoch knapp über das Tor. In der 87. Minute besaß Sven Schiplock die letzte Möglichkeit des Spiels, doch sein Schuss aus spitzem Winkel konnte Kühn gut parieren. So blieb es am Ende beim leistungsgerechten 1:1 in einem intensiven, aber stets fairen Test gegen den VfL Osnabrück. Im Anschluss an die Partie sprachen wir auf Arminia Club TV mit Silvio Suku sowie Cheftrainer Uwe Neuhaus. Silvio Suku, 1:1 gegen den VfL Osnabrück. Du hast das 1:1 geschossen. Erzähl doch mal kurz, wie es zu dem Tor gekommen ist. Wenn ich mich richtig erinnern kann, war ein Ballgewinn im Mittelfeld. Und dann ein tiefer Ball von Basti, den ich dann noch ein bisschen glücklich, aber gut mitnehme. Und dann durchfahre und alleine vom Torwart. Und dann habe ich ihn links unten in die Ecke geschoben. Auch wenn es jetzt nur ein Vorbereitungsspiel war, ist es doch eigentlich auch recht wichtig, nicht verloren zu haben, damit man diese Serie auch im Kopf so beibehält, oder? Ja, ich glaube, für uns ist wichtig, jedes Spiel, wir wollen jedes Spiel gewinnen und kein Spiel verlieren. Ich denke, das ist klar. Aber ich glaube auch, uns ist allen klar, dass wir mit dem 1:1 nicht zufrieden sind. Dass wir uns aus so einem Testspiel mehr erhoffen und mehr von uns erwarten, als das, was wir heute gespielt haben und das, was dann am Ende auch dabei rumgekommen ist. Von daher, ja. Okay, ihr seid jetzt anderthalb Wochen im Training, habt euch als Mannschaft so mehr und mehr gefunden. Wie weit seht oder siehst du die Mannschaft bisher? Ich denke, das ist eine typische Phase in der Vorbereitung jetzt nach ein paar Tagen, die man dabei ist, wo man viel trainiert und jetzt auch ein anderes System heute gespielt hat, was dann auch ein bisschen ungewohnt ist, denke ich, wir haben ja durchgehend ein anderes System gespielt als heute Ja, aber ich denke, das ist ganz normal, dass man jetzt in der Vorbereitung auch Sachen ausprobiert, die man sonst halt nicht perfektioniert hat, um die jetzt halt auch einzustudieren. Und von daher denke ich, dass das eine typische Vorbereitungsphase jetzt auch ist. Alles klar, vielen Dank dir. Uwe, 1:1 zu Hause hier gegen den VfL Osnabrück. Wie fällt jetzt so direkt nach dem Spiel dein Fazit aus? Ja, der erwartet schwere Test, keine Frage. Erstes Spiel mit einer Fünferkette oder Dreierkette kann man betrachten, wie man will. Dass noch nicht alles funktioniert, war, denke ich mal, auch klar. Die Spiele sind aber auch dazu da, auch um Fehler zu machen, um aus den Fehlern zu lernen. Wir wissen in den Testspielen wahrscheinlich häufiger nicht, wie der Gegner aufläuft, welches System, zumal er auch noch ein neuer Trainer ist. Deswegen mussten wir im Spiel ein bisschen was korrigieren. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit schon deutlich besser gemacht. Und das gehört auch zu dem Lernprozess. Wir haben eigentlich hauptsächlich die Defensivarbeit mit der Fünferkette trainiert, um die Abläufe reinzubekommen.
Da bin ich nicht unzufrieden mit. War die eine oder andere Situation, wo wir noch was verbessern können. Defensiv okay. Im Spiel nach vorne ändert sich dann durch die Position dann auch ein bisschen was. Da werden wir dann jetzt die nächsten Tage dran arbeiten. Und ja, insofern war das Testspiel richtig gut für uns, um auch einen nächsten Schritt zu machen.